Aber die haben jetzt eine Frau, die nichts kaputt macht, sondern die unglaublich gute Künstlerin ist. Die macht das, was eigentlich andere daheim im stillen Kämmerchen machen und jahrelang herumdüften. Macht sie in kürzester Zeit auf der Bühne. Und nebst dem, dass sie bildende Kunst macht, tut sie uns auch noch weiterbilden. Ihr müsst sehr, sehr genau herhören, was sie sagt. Du hast ganz, ganz viel Weisheit und Wortwitz drin, auch wenn sie so hergetrocknet ist, wie es mal Franzspritzer. Bitte gebt einen riesigen Applaus für Conny Sutter! Und dann kann ich eigentlich als Fitness auch sparen. So, und
habe mir meinen Vater über den Haufen bewahren. Jack Pollock. Auch er soll nicht zu kurz kommen. Und auch nicht zu früh. Schimmer, sehr beschissen, wenn du zu früh kommst. Wenn du zu früh kommst auf die Welt als Kunstschaffende. Weil die ganze Zeit voraus zu sein, verkannt zu sein. Immerhin finde ich gut am Ganzen, es ist eine gute Ausrede für lebenslange Misserfolg. Es kann doch niemand jemals das Gegenteil beweisen. Was noch blöder ist, als eine Zeit voraus zu sein, wenn es einem geht wie mir. Ich bin in der Zeit hinten drin. Ja, vor 50 Jahren hätte ich jetzt mit feministischen Parolen extrem wie können rausholen um so. Heute, Mann, Frau, gleichgestellt. Was wollte ich da noch? Jetzt können wir noch mit 90% vom Aufwand die letzten 10% rausholen. Motivation gleich null, oder? Ich stehe hier daher. Es ist immer so, dass der Boden, auf dem unsere Wirtschaft wächst. Der Boden, wo unsere Wirtschaft drauf wächst, der ist immer noch. Von meiner Seele. Das Bild ist schlecht. Von meiner Seele. Von meiner Seele. Und unaufhaltsam schiessen sie immer wieder aus dem Boden. Die Weisen. So ein bisschen wie Maden. Da leben es verschiedenste Metamorphosen, bis sie am Schluss angelangt sind in den eigentlich andenkenden Rollen von Weisen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum geht es dabei eigentlich auch immer nur um Männer? Ja, das frage ich mich auch des Öfteren. Aber es ist ja so, meine künstlerische Anbietung hat natürlich auch einen gewissen Anspruch darauf, repräsentativ zu sein. Und die letzten paar Jahre ist es so, dass Männer eigentlich die Mutter Erde gerockt haben. Und sie haben sie eingeführt, sie haben sie zum Hoch gebracht. Ja, ein bisschen zum Schmelzen gebracht. Das ist noch der polnische. Aber auch die griechische Party, und ich muss zugeben, wir Frauen haben auch mitgetanzt, auch die griechische Party ist irgendeinisch vorbei. Und wie es so geht, ja, was ist noch eine Party? Was muss man noch eine Party? Schon mal eine veranstaltet. Aufräumen. Und da kommen jetzt endlich mit Frauen ins Spiel. Los, ja, Moment. So, aufräumen. Ja, haben wir noch Stoff. Überhaupt nicht. Aber das Lustprinzip ist vielleicht auch einfach nicht das Richtige, wenn es ums Überleben geht. Der grüne Star. Was hat die eine oder andere vielleicht schon frei gemacht mit dem grünen Star?
der Grau ist weitaus weniger schlimm, der Grau. Also die grüne ist die Machthaber von der Welt, Dornenauge. Und ich würde sagen, Sisyphus und Atlas verbunden, oder? Das ist verdammte Sisyphus-Arbeit, den Planeten zu retten. Und es lastet so viel Gewicht und so viel Altlast auf dem Finger von dieser jungen Dame. Ich würde sagen, sie hat gar keine Eier, sie hat einfach Aschbär. Das zählt eigentlich nicht. Wir wissen auch, wenn es um Klimaschutz geht, dann gilt es Money Matters, auf Deutsch Money Matter. Die einen haben Not, die anderen haben nötig. Und es ist so, ich habe eine Generation Forest ausgewählt, ich habe schon mal was gemacht für die. Und jetzt kommen die Pflanzen und Bäume. Und es ist immer so interessant, wenn man sich das Gerät und CO2 kann absaugen und kann in Sauerstoff verwandeln, das gibt es eigentlich in den Baum. Und darum finde ich es total sinnvoll, wenn man einfach ein Bäume pflanzt und eigentlich so die Sache angeht. Jetzt frage ich mich, wer als 1000 Stutz würde bieten.